fickt euch. Habt ihr mich gehört? Ihr dummen Ignoranten. So Leute, wir sind bei 160 Kilo angekommen. 10 bis 12er Serien. Der Radfahrer zeigt uns mal, wie es gemacht wird. Achtfacher deutscher Meister. Vierfacher Europameister. Zweifacher Weltmeister. Verdammte Scheiße. Hallo Sportsfreunde, Johannes Lukas hier. Ich habe heute mal wieder einen besonderen Gast. Und ihr werdet es nicht glauben, ihr kennt ihn schon aus dem anderen Video. Robert Förstermann in the house. Hi. Was machst du heute für eine Übung? Wie ich mit meinem letzten Mal, heute ist Kraftausdauer angesagt, 12er Serie. Und es gilt ordentlich in die Pedale zu treten, würde ich normalerweise sagen. Aber heute heißt es einfach ordentlich Gewicht drauf zu legen. Also Kniebeuge, der Robert macht nämlich nur eine Übung, der ist Radsprinter und was anderes als Kniebeuge braucht er nicht. Wie oft trainierst du in der Woche Kniebeuge, Robert? In der Kraftphase dreimal, normalerweise zweimal und in der Schnelligkeitsphase einmal. Also das kommt immer auf die Trainingsinhalte, auf die Trainingsphase drauf an. Okay. Also ich habe Montag schwer gebeugt, meine Beine tun richtig weh. Ich mache heute nur Kraftschnelligkeit, also ja, Explosivkraft. Ja, ja. Ich regeneriere mich nicht so schnell wie du, das haben wir im letzten Video besprochen, wie schnell sich dieser junge Mann regeneriert. Zieht euch das mal rein. Ja, genug gesagt, lass uns Kniebeuge machen. Das heißt, du machst immer 12 Wiederholungen, gehst mit dem Gewicht hoch, bis du beim Normalgewicht angefangen hast. Alles Erwärmung noch. Ja. Also zwischen neben der allgemeinen Erwärmung ist es immer wichtig, sich auch noch spezifisch zu erwärmen. Und dann geht's richtig los. Ja, haben wir ja vorher schon gemacht. Bisschen Leg Roll, bisschen Gymnastik, ne? Genau. Ganz wichtig, Leute. Genau. Jetzt schnell nicht mehr. Okay, Schiff. Sieh, mal ruhig. Keine Verletzung, acht. Der Robert wollte nur mal schnell demonstrieren, wie man richtig mit Geschwindigkeit beugt. Du bist natürlich, du hast unten Geschwindigkeit entwickelt und nach oben übertragen. Ich versuche halt unten aus der Ruhe explosiv zu starten. Das ist die Problematik bei der Geschichte. Hast du schon mal probiert? Nee, habe ich noch nicht probiert. Kann man mal versuchen. Ja, du nicht immer unbedingt bei einer Wettkampfvorbereitung, aber ja. Du wirst merken, es ist eine andere Geschichte. Gut, ja. Also, Geschwindigkeit. Robert, wo willst du ankommen? Welches Gewicht willst du heute ankommen? Heute, na, beim letzten Mal hatten wir 150, 12er. Heute 170 wäre schon gut. Okay. Und also das Ziel ist eigentlich am Ende der Phase so um die 210, 220. Mal gucken. 10er, 12er sehen. Mit ja. 110 wäre schon gut, 12er. Hm? Ist da Bescheid, Leute. Mal sehen, wir kommen in 6 Wochen wieder und werden mal sehen, ob der Plan aufging. Geht immer auf. So. Und die 2. Easy going. Wie viele Jahre hast du angefangen, das ernsthaft zu betreiben? Ich habe 2001 mit Radsport angefangen, da war ich 15. Und den Sprint ein Jahr später, anderthalb Jahre später, also 16, 17. Dann ging es da langsam los mit Krafttraining. Aber die hohen Lasten, sag ich mal, als ich 18, 19 war. Dann so. Ja. Also ich weiß noch, als ich 18 Mal habe ich schon 210er, 5er Serie gemacht. Gut. 210 Kilo. Ich gehe jetzt nach Hause. Ja.
stellen, ein bisschen. Dass mein Kopf jetzt ein bisschen weiter unten. Versuch die Wirbelsäule ein bisschen neutral auszurichten. Aber man hört nie aus. Fühlt sich an, als würde ich zum ersten Mal die Übung machen. Das ist richtig. Ja. Das ist immer so ein Entwicklungsprozess, weißt du. Ab 140 gehst du in 10 Kilo-Schritten hoch, Robert. Machst du damit 170 mehrere Sätze oder gehst du einfach hoch bis 170? Ich gehe bis 170 und dann war's das. Okay, cool. Aber das ist jetzt nicht, also es ist immer abhängig vom Plan und von der Performance, die man im Tag hat, also was man drauf hat. Okay. Ja. Wenn ich natürlich bei 200 angekommen bin oder sowas, dann mache ich nicht die 10er Schritte auf 140, dann mache ich dann natürlich immer noch 120er Schritte. Wird ja insgesamt sonst zu viel, ne? Richtig, zu viele cool. Sätze. Und auch hier sehen wir mal wieder, wie die Kniebeuge anwendbar ist für viele andere Übungen. Gut, ich sag mal so, hier ist natürlich 1:1. Wenn du schnell und stark bist, kannst du natürlich direkt aufs Rad übertragen. Ne? Ja. Das ist immer wichtig, auch die Umsetzung aufs Rad. Ja gut, das ist wieder die andere Sache. Also, du musst alleine im Kraftraum stark zu sein, du musst wieder umsetzen. Ne? So ist das, genau. Let's go! Zeig mir, warum du Quadzilla heißt. Quadzilla. 2. Acht. Scheiße, ist das leicht. 10. 1. 2. Okay, prima. Du beugst halt mit Gürtel, ne? Ja. Machst du ja sonst nicht. Du bist verletzt gewesen, ne? Ich habe Bandscheibenvorfall gehabt vor einigen Wochen. Und seitdem gehe ich ein bisschen auf Nummer sicher. Mein Rücken muss erst wieder die Stabilisation oder Stabilität erreichen, die er mal hatte. Und deswegen habe ich Gürtel dran. Okay. Ja, liebe Leute, der Gürtel ist eine Krücke, aber er macht auch noch extra Stabilisation für seinen Rumpf. Ist nur zur Sicherheit, um die Wettkampfvorbereitung nicht zu gefährden. Du bleibst aber im Plan, ne? Also ich gehe mal davon aus, dass die 170 relativ leicht sein werden. Du bleibst aber bei 170, du gehst nicht höher. Nee. Gut, genau so ist es. Ja. Schlau, schlau. Jetzt nochmal richtig. Und hoppa! Jawohl. Das ist nur eine Frage der Motivation. Und der Konzentration. Ja. Also ihr müsst euch bei dem Explosivtraining wirklich konzentrieren, sonst liegt da gar nichts. Es muss alles auf den Punkt kommen. So, wir sind jetzt gleich angekommen, ne? Wir haben 170er. Wie lange machst du regulär Pausen zwischen den Sätzen? Kraftausdauer eigentlich immer 3 bis 4 Minuten, ja. Nicht länger. Und Maximalkraft 5 bis 6. Okay. Wobei man natürlich sagen muss, wenn man einen Maximalkrafttest macht zum Beispiel oder einen Tag hat, wo man sagt, jetzt holt man alles raus und geht mal gucken, wie weit hoch man gehen kann, da können die Pausen nochmal größer sein. Ruhig mal ein Minütchen länger warten. Kann man schon mal. Ja, natürlich. Ja, also ich sag mal, wenn ich einen neuen Rekord aufstellen will, dann mache ich auch schon 10 Minuten Pause, ja. Um mich richtig zu konzentrieren, richtig fit zu sein und dann ordentlich Gas geben zu können. Ich habe den Robert gerade gefragt, warum er sich hinsetzt. Das habe ich aus dem Radsport. Bei uns ist es so, dass wenn du an den Start gehst, die Beine so gut wie möglich erholt sein müssen. Ja. Und durch die Rumsteherei werden die eigentlich fest vorm Start. Und dabei ist da es bei uns um tausende Sekunden geht,
ist es wichtig, dass die Beine dementsprechend locker sind, dass du die maximale Energie rausholen kannst. Ja, okay. Und beim Krafttraining habe ich mir das eigentlich auch so angewöhnt und fahre damit ganz gut. Zu entlasten einfach. Um zu entlasten, ja. Man muss da aber auch, also es ist vielleicht, ich denke, es ist auch eine Kopfsache. Für manche ist es sicherlich einfacher, die Spannung zu halten, die ganze Zeit zu stehen und zu sagen, okay, jetzt pressen sie richtig einen raus. Für mich ist es wirklich förderlich für die Regeneration, dass ich mich hinsetze. Okay. Okay, bis dran, ne? Letzter Satz. Schön. 4, 5, 6. Komm, letzter Satz. 7. 8 Schub. 9. 10. 2 noch. 1. Und 2. Okay. Sehr schön. Ziel erreicht, ja? Ja. Ist noch Platz? Ist noch Luft. Nächstes Mal machen wir 10 Kilo mehr. Guten Timing. Ja. So, es geht weiter. Ja, muss. Letzter Satz. Finale, da wollen wir nochmal was sehen. Ach. Jawohl. Alle 4 bis 6 Wochen mache ich ein bisschen Kreuzheben, weißt du? Immer noch ein Explosiv beugen, wenn ich mehr die Zeit habe, ansonsten mache ich es gar nicht. Ja. Ich will mich mehr auf die Kniebeuge konzentrieren, das ist meine, sag ich mal, schwächste Übung, da will ich einfach besser werden und vor allem technisch noch sicher. Wenn ich jetzt noch extra Kreuzheben mache, schwer zusätzlich, dann kraft ich es nicht. Machst du Kreuzheben eigentlich? Ich habe auch in der Vergangenheit Kreuzheben gemacht, ja. Aber ich habe das Problem, dass ich so viel Muskelmasse aufbaue und ich werde so lachst und dann wäre es zu schwer für Grad, dann habe ich kein optimales Kraft-Leistungsverhältnis. Ah, Luxusproblem! Gewichtsleistungs. Das nehme ich als Intro. Ich habe das Problem, dass ich zu viel Muskeln aufbaue. Ja, ist wie mit Bankdrücken. Ich habe jahrelang schön Bankdrücken gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat. 1 bis 2 Mal die Woche und musste dann aufhören irgendwann, weil ich einfach zu schwer geworden bin. Und es ist halt auch so, ich werde dann zu verkrampft, zu steif zu im fest, Oberkörper. Genau. Und dann beeinflusst das auch ein bisschen die Atmung, dass du das Lungenvolumen nicht mehr so ausnutzen kannst. Ah, okay, ja. Und das ist alles kontraproduktiv, leider. Ja. Kannst du ja machen, wenn du mal einen Hobbysport machst. Weißt du? Ja, genau. Habe ich noch viel Zeit. Wenn du alt bist. Nach dem Leistungssport habe ich noch ein paar Jahre. Ja, wenn ihr in dem Interview, wenn ihr das Interview seht, dann seht ihr noch. Der Robert hat noch einiges vor, hat sich was vorgenommen. Ja. Hat ja so ein 9 bis 10 Jahresziel. Aber dann müsst ihr das andere Video gucken. So, Freunde des Leistungssports. Nein, ist besser des Kraftsports. Sportsfreund Lukas, jetzt drehen wir mal das Spiel um. Jetzt erklär mir doch mal, warum du Kreuzheben barfuß machst. Ach, barfuß? Ja, das würde mich mal interessieren. Weil ich einen besseren Bodenkontakt habe. Okay. Also ich bin besser geerdet. Und das ist dann besser als mit Gewichtheberschuhen beispielsweise? Mit Gewichtheberschuhen habe ich ja quasi ein kleines Handicap. Ja. Also ich hebe erhöht. Ja.
Ich hebe manchmal mit Gewichtheber schon, wenn ich leichte Züge mache. Ja. So mit extrem breiten Griff. Ja. Das ist auch schon Gewichtheber-Stil. Also die erste Phase. Aber ansonsten ist es mit Füßen einfach noch. Ist besser, sagt man. Ja, absolut. Also das die Leute da draußen sicherlich interessieren, deswegen. Ja, ja, wir haben das schon ein paar Mal besprochen, Videos. Aber ansonsten gehen auch diese sogenannten Chucks, also die ganz flachen Sohlen. Ja. Oder sogar im Kreuz, im Kraft-3-Kampf, werden die Ballettslipper, Ballettschuhe. Die mit, echt, ja? Ja, ja. Sieht sehr abenteuerlich aus, aber funktioniert. Na dann. Der Robert darf noch ein paar Assistenzübungen machen. Machst du jetzt die heimlich oder darfst du die? Nee, ich darf die machen. Also ich habe hier die Ringe hängen sehen. Und da ich immer offen bin für wieder neue Sachen, bin ich mal gespannt, was du mir jetzt für Übungen zeigen musst. Wir machen ganz normal einen Kniezug. Alles klar. Ja? Achte mal darauf, dass du den Kopf neutral ausrichtest. Ja. Deine Wirbelsäule gerade ausrichtest und den Bauch fest anspannst. Okay. Und dann gerade hochziehst. Den ganzen Körper unter Spannung. Klingt ganz einfach, wird es aber sicherlich nicht sein. Der ganze Klimmzug wird dann wesentlich schwieriger. In einer Linie hochziehen. Wirbelsäule neutral gerade ausrichten. Ja, okay. Zug. Ganz schön anstrengend. Aber geil. Ich zum Beispiel als Nicht-Leistungssportler gehe einfach hoch, sobald ich kann. Ich merke, es wird schwer und das mache ich nach Hause. Ich mache das sozusagen als Fitnessübung. Fitness- und Reha-Übung. Du bist so ein Vieh. Die Scheibe hat einfach nur Angst gehabt. Die ist einfach nur weggerannt. Ich bin kein Vieh, ich bin ein sympathischer Fitness-YouTuber. Und wie gesagt. Und ein Vieh. Hat 212,5 Kilo Bankdrücken gemacht, einfach mal so zum Spaß, der ist ein Vieh. Die Arme unten richtig durch, lang strecken. Und neutral, genau, und zu. Ja. Stell die Füße kurz ab, stell mal die Füße kurz ab. Mach eine kurze Pause, dann ziehst du nochmal neu. Aus der guten Position. Ich eine große Pause. Nur eine Wiederholung, komm. Eine schön sauber aus der Ruhe. Gerade hoch. Eine Linie. Okay. Mach nicht zu doll, das gibt zu viel Muskeln. Jawohl. Macht beides. Wie viel Kilo hast du jetzt drauf? 170, 160? Nee, 180. 180. Hört, hört. Also auch. Ich bin schwer drauf. 180 Kilo. Aber wie gesagt, ich trete jetzt nicht so oft. Na, wie viele Wiederholungen waren das jetzt? 10? Nee, 8. Ach, stimmt. Ja. 8 Wiederholungen. Ich habe 100 Schwerer gemacht. Echt, ja. Sollen wir mal mit 240 mal 4 oder so. Aber da habe ich es regelmäßig trainiert, ne? Das merkst du auch. Sofort. Also rein koordinativ von der Motorik. Dieser Zug, diese langsam von unten raus. Wenn du es nicht trainierst, verlernst du es ja normal. Also mein Maximalwert ist mal 230 gewesen. Aber da habe ich es auch regelmäßig gemacht und ich fand es echt enorm, was man für Zuwachsraten hat innerhalb kurzer Zeit eigentlich. Komm, hör auf, ich kann es nicht mehr hören. Godzilla!
schön strecken. Den Core festmachen, den Bauch richtig fest, wenn du unten startest. Komm, mach die bitte fest. Jawohl. Hast du Bock drauf, ne? Hä? Hast du Bock drauf? Macht Spaß. Ja, macht Spaß, aber anstrengend wie Sau, ey. Das haben wir nicht gewollt. Ich finde das gut. Okay, alles schön gerade ausrichten. Bauch schön fest. Ja, die machen es gut. Genau. Bauch fest. Ja. Jawohl, mach Pause. Ist gut. Du hast die Tendenz, die Schulter ein bisschen einzurollen, ne? Damit du irgendwie hochkommst. Ich muss ehrlich zugeben, ich versuche nur noch irgendwie hochzukommen und dabei möglichst gerade zu bleiben. Aber das ist halt an den Ringen echt was anderes als an der Stange beispielsweise. Machst du einmal die Woche immer Klimmzüge regelmäßig? Naja, regelmäßig. Also ich sehe jetzt natürlich dadurch, dass ich erst wieder eingestiegen bin nach der WM, bin ich natürlich noch von der Leistung oder vom Potenzial her, als hätte ich es gar nicht gemacht. Ja, ja. Aber Ziel ist es schon zweimal die Woche auf jeden Fall zu machen. Okay. Wir machen ja noch ein bisschen Core, ne? Richtig. Sportspezifisch brauchst du ja auf dem Rad. Insofern müssen wir da schon Schwerpunkte setzen in deinem Training. Genau so ist es. Also es geht bei mir darum, gerade auf dem Rad die Beschleunigung aus dem Stand zu üben. Dafür brauche ich eine sehr, sehr gute Kraftübertragung auf die Pedale. Um das zu gewährleisten, brauche ich, das ist der Grund, warum ich jetzt hier die Klimmzüge mache, Zugkraft, ne? Eine ordentliche Zugkraft auf dem Lenker. Mhm. Und natürlich auch einen ordentlich stabilen Core. Ne? Geil, super. Ja. So, der Robert hat vorhin ja schon erzählt, er hat einen Bandscheibenvorfall, relativ frisch. Gerade da muss man natürlich aktiv sein, vor allen Dingen auch an der Mobilität arbeiten und natürlich auch die Wirbelsäule kräftigen, beziehungsweise den unteren Rücken, denn du hast den Vorfall ja am unteren Rücken gehabt, ne? Ja, genau. L4, L5 ist ein Klassiker, habe ich auch am Start. Ich zeig dir mal eine Rückenstreckübung, reverses Rückenstrecken, kommt eigentlich auch aus dem Reha-Bereich. Die Maschine heißt übrigens Dr. Wolf. Kennst du das? Ja. Das ist ein deutscher Reha-Anbieter, Dr. Wolf. Hier heißt es bei uns Reverse Hypers. Also, es ist nicht wie bei den normalen Rückenstrecken. Klassische Bewegung ist genau das Gegengesetzte. Aus dieser gekrümmten Position, also aus dieser gedehnten Position, kommst du in die Kontraktionsposition. Auseinanderziehen, gibt es schön auseinanderziehen und gestreckt. Zack. Und du kannst die Bewegung dynamisch machen, so schwingen, oder machst du relativ kontrollierte Geschichte aus der Muskulatur aufrichten. Entlastung, Kontraktion, Zug. Sehr, also angenehm ist das falsche Wort, aber du merkst. Ah, die Entlastung ist richtig gut für die Wirbelsäule. Genau, Wirbel, das ist das richtige Wort. Genau. Genau, unten auseinanderziehen, dehnen, Stretching. Genau, schön weit nach vorne kommen. Mal eine dynamische Bewegung, genau. Beine bleiben gestreckt. Zug. Jawohl, prima. Schön auseinanderziehen, genau. Eins. Auseinanderziehen, drei. Schön unten dehnen. Vier, genau. Aus der gedehnten Position wieder hoch. Genau, sechs. Schön, acht, zu. Guck mal, macht er einen Reduktionssatz. Wenn's schön. Alles geplant. Ja, ja, natürlich, natürlich. Geil. Schönes Gerät, ne? Gibt's leider in deutschen regulären Studios viel zu selten. Also mal als Tipp, ich mach's manchmal halt einfach ohne Gewicht. Ja. Ich lege mich andersrum auf den Rückenstrecker. Ja. Müsste ich mal zeigen, bin ich fit oder so. Oder die Dips-Maschine im McFit. Ihr müsst eigentlich nur eine Unterlage vor eurem Bauch haben und die Beine ein bisschen frei schweben. Dann kannst du dir Gummiband nehmen oder eine Kurzhantel, die zwischen die Beine klemmen. Müsst einfach ein bisschen kreativ sein. Übrigens an alle Leute, die sich anmaßen und welche Kommentare unter Bilder von Robert zu schreiben, von wegen, das sieht ja nicht mehr schön aus. Was hat denn der für Beine? Da ist ja irgendwas schiefgelaufen. Fickt euch!
Habt ihr mich gehört? Ihr dummen Ignoranten. Was maßt ihr euch an, über Leute zu urteilen? Ja? Der Mann ist Profi-Radrennfahrer. Also hört auf zu urteilen. Das lasse ich genauso ungeschnitten, lasse ich das drin. Ich kann sowas wirklich nicht sehen, Leute. Macht euch erstmal Gedanken. Schaut, wer ist das? Warum hat er so eine Beine? Ja? Vor allem, wenn ihr einfach mal eine Runde mit uns mit und dann möchte ich mal sehen, wie hier noch irgendwelche Treppen hoch und runter kommt. Das ist auch eine ganz andere Geschichte. Ich finde es echt immer lustig, sowas, dass die Leute nicht wissen, was da für eine Arbeit dahinter steht. Ja. Ja? So. Vor allem die Betonung, ohne was reinzuschmeißen. Ja, und du hast sowieso Dopingkontrollen, ne? Richtig. 30 Stück letztes Jahr. Wie sind 30? 30 Kontrollen hat sich letztes Jahr überverteilt. Ich muss mich jeden Tag abmelden, wo ich bin. Ich muss mir jetzt auch Bescheid sagen, dass ich hier bin. Über das Internet. Okay. Also ich wäre mehr überwacht als zum Beispiel jemand, der im Gefängnis sitzt oder im offenen Vollzug ist. Und kann früh um 6 kontrolliert werden, kann abends 23 Uhr kontrolliert werden. Die können auch mehrere Tage aufeinander kommen. Machen Sie alles gerne. Schon passiert. Ich war schon mal 6 Wochen unterwegs im Ausland. Habe mich gefreut, dass ich die Familie sehe, als ich nach Hause kam und wurde dann direkt aus dem Flugzeug kontrolliert, dann am nächsten Tag gleich nochmal. Also, die sind da schon hinterher. Ich meine, ich finde es richtig auf jeden Fall, dass das so gemacht wird. Aber manchmal machen wir uns nichts vor, gerade was die Persönlichkeitsrechte betrifft oder vielleicht auch... gerade auch was die Familie betrifft, ist es dann schon schwierig. Ne? Schwierig, ganz genau. Aber das gehört zum Beruf, das habe ich mir ausgesucht und da will ich mich nicht beklagen. So, Sportsreine, ihr kennt das ja schon. Ich mache dann einfach bei meinen Gästen mit. Der Robert muss Chor machen. Machen wir zusammen Chor. Wir machen erst einarmigen Farmers Walk, ganz eklig. Dann machen wir die Rotation mit dem Ball. Er weiß noch nicht, was auf ihn zukommt. Nee. Und dann machen wir nochmal am Boden. Rotation mit dem Ball. Let's go. So, Sportsfreunde. Wir haben das Training fertig. Jetzt kommt noch ein kleiner Bonus. Und zwar habe ich bei unserem letzten Interview herausgefunden, dass der Robert noch nie ernsthaft mit Supplementen, / Nahrungsergänzungen gearbeitet hat. Und das habe ich gleich genutzt und habe ein bisschen was von zu Hause mitgebracht.